gegen 15:45 bekamen wir den Notruf, dass auf dem Flughafen, Flugplatz in Samund zwei Flugzeuge abgestürzt sind. Wir konnten dann feststellen, dass es hier um ein Segelflugzeug handelt und ein Leichtmetallflugzeug, die beide auf diesem Platz hier abgestürzt sind. Ja, es sind insgesamt drei getötete Personen vorgefunden worden. Zwei Personen aus dem Leichtmetallflugzeug und eine Person aus dem Segelflugzeug. Im Moment sind die Ermittler der Flugsicherung am Ort, die Kriminalpolizei, die Kriminaltechnik ist vor Ort und wir ermitteln zurzeit die Ursache dieses Unfalls zu rekonstruieren.